In meinem vorherigen Leben war ich eine Fledermaus. Gleichermaßen gibt es nicht viele unter uns, die sich gerne an ihre Zeit als Geier, Spinnen oder Nagetiere erinnern. Aber einige von uns tun es. Die glücklichen wenigen. Es ist allgemein bekannt, dass eine Reinkarnation als Tier eine Strafe für begangene Sünden ist. Fledermäuse müssen so mancherlei über sich ergehen lassen. Aber sie sind nicht böse. Wenn sie töten, töten sie ohne Erbarmen. Aber auch ohne Hass. Sie sind immun gegen den Fluch des Mitleids. Sie sind niemals hämisch. Wer hat gesagt, dass Licht Leben ist und Dunkelheit ein Nichts? Ich habe auch eine Abneigung gegen Köpfe voller menschlicher Haare. Ich fürchte mich vor Verstrickungen. Keine wirkliche Fledermaus würde jemals Blut aus Hälsen saugen. Der Hals ist zu dicht an den Haaren. Selbst die Vampirfledermaus sucht sich eine haarlose Extremität aus. Vorzugsweise einen Zeh. Der, wie es nun einmal der Fall ist, der Zitze einer Kuh ähnelt. Oh, Dracula, unwahrscheinlicher Held. Oh, fliegende Leukämie. In deinem Umhang, der wie ein lebendiger Regenschirm ist. Eine Membran aus schwarzem Leder. Wie der Fächer einer Striptease-Tänzerin. Wenn du dich mit ausgezehrter Lust über den Nacken makellos, ausdruckslos, der wie auch immer gearteten Frau beugst, die sich nach Auflösung sehnt, jetzt und hier, in ihrem besten Negligé. Warum wurde dir vorgeschrieben, von wem immer es war, der dir deine Seele stahl, dich in Fledermaus und Wolf zu verwandeln und nur in diese? Warum nicht in ein Vampir-Backenhörnchen, eine Ente, eine Wüstenmaus? Warum nicht in eine Vampir-Schildkröte? Das wäre mal eine interessante Wendung. Im Zweiten Weltkrieg wurden Experimente mit Fledermäusen durchgeführt. Tausende von Fledermäusen sollten über deutschen Städten abgeworfen werden, pünktlich zur Mittagsstunde. Jede davon sollte einen Brandsatz tragen mit einem Zeitzünder daran. Die Fledermäuse
hätten sofort nach Dunkelheit gesucht, wie es ihre Gewohnheit ist. Sie wären in Mauerlöcher gekrochen oder hätten sich unter den Traufen von Häusern versteckt, froh darüber, Sicherheit gefunden zu haben. Zu einem vorbestimmten Zeitpunkt wären sie explodiert und die Städte wären in Flammen aufgegangen. Das war der Plan. Tod durch flammende Fledermaus! Wenn man einen Menschen fragt, was ihm unheimlicher ist, eine Fledermaus oder eine Bombe, wird er sagen, die Fledermaus. Es ist schwierig, Abscheu vor etwas zu empfinden, das nur aus Metall besteht. Wir sparen uns diese Empfindungen für jene mit Haut und Fleisch auf. Eine Haut, ein Fleisch, die anders sind als unsere.